Herzlich willkommen bei der GAPFAF Auswärtsfahrt. Ich bin heute beim Buchholzer FC und ich zeige euch die inklusive Jugendmannschaft des Vereins. Der Ursprung der Mannschaft liegt 2015 darin begründet, dass wir hier in Buchholz eine Schule haben, an der Kinder mit Handicaps zur Schule gehen. Der Schulleiter und ein, zwei Menschen aus dem Team dort drumherum hatten wohl offensichtlich bei den Kindern eine große Nachfrage danach, wo können wir denn vielleicht mal auch Fußball spielen. Und ausgehend von dieser Anfrage der Schule haben wir uns ein, zwei Menschen gesucht, die Lust hatten, dieses Projekt zu begleiten, unterstützend. Und dann gab es irgendwann ein Probetraining und dann waren wir ganz baff, dass beim ersten Training hier 20 Kinder auf dem Platz standen. Wir trainieren wöchentlich, regelmäßig, einmal pro Woche. Der Unterschied zu einer in Anführungsstrichen nicht inklusiven Mannschaft ist, dass die Trainingsinhalte hier tatsächlich nicht wirklich unterschiedlich sind. Wir versuchen den Schwierigkeitsgrad etwas runter zu drosseln, aber das Training ist ansonsten unterm Strich hier auf dem Rasen genau das gleiche, weil jeder kann mit seinen Stärken darauf eingehen und jeder mit seinen Stärken wird auch so eingebunden, wie es denn geht. Der eine hat das eine Handicap, der andere das andere. All diese Menschen sind hier bei uns im Team drin. Hier geht es nicht darum, unbedingt ein Spiel zu gewinnen, hier geht es darum, teilzunehmen, Spaß zu haben. Wir sind rund 20 Spieler hier in der Mannschaft, die angemeldet sind. Es sind jetzt 4 Stammtrainer hier. Natürlich ist es viel mehr Aufwand für die Trainer. In einer inklusiven Mannschaft haben wir sowohl Spieler, die sehr eigenständig sind, das heißt, wo man quasi denen nur einmal kurz die Übung zeigen muss. Meistens kennen die Übung schon und können die fast schon direkt machen. Wir haben aber auch Spieler, die viel mehr Unterstützung brauchen. Es ist meistens sogar ziemlich hilfreich, wenn man eine 1:1 Betreuung hat. Das heißt, dass wenn zum Beispiel eine Person mit einer Übung etwas mehr Schwierigkeiten hat, dass die Person dann auch direkt Unterstützung kriegen kann, sodass sie dann nicht alleine ist. Dass sie dann auch mitmachen kann, wie alle anderen auch. Alle freuen sich da jedes Mal wie ein kleines Kind drauf, wieder am Training teilnehmen zu dürfen. Für viele ist das eben das Highlight der Woche, weil es einfach totale Abwechslung in den normalen Alltag reinbringt. Ein Punktspielbetrieb funktioniert nicht, weil wir der einzige Verein hier im Landkreis sind, der eine inklusive Mannschaft hat. Im Rahmen von anderen Vereinen, die auch inklusive Mannschaften haben, nehmen wir auch an Turnieren zum Teil teil. Mit Gruppenphase, Ausscheidungsspielen, Finale, mit Pokalen. Also es ist schon immer dann ein großes Event auch für die Mannschaft und macht auch immer richtig viel Spaß. Wir dürfen zum Teil auch mit ein, zwei Spielern gemeinsam als Trainer auf den Platz gehen, führen sie mit der Hand rein, dass man auch an den Ball kommen kann, sonstiges. Es geht da, das Erfolgserlebnis ist da eine ganz andere, hat eine andere Wertigkeit, als eben zu sagen, man schießt das Tor oder so. Die Kinder sind natürlich stolz drauf, wenn sie ihr Trikot haben. Und hinten steht genauso Buchholzer FC drauf wie bei allen anderen Mannschaften, die hier im Leistungsbereich spielen. Der Verein selber hat hier allein im Jugendbereich 36 Fußballmannschaften und die müssen ja betreut werden. Dafür jeden haben wir einen Trainer oder auch manchmal zwei Trainer und es kommt aber zu jeder Mannschaft im Minimum ein Buffi dazu. Bei unserer inklusiven ist er dann auch quasi wie wir Trainer auch voll ein Teil der Familie. Die Herzlichkeit, muss ich sagen, ist so das, was tatsächlich mich am meisten beeindruckt hier. Der Torwart eben Lennart ist gerade zu mir gekommen, hat mich einfach in den Arm genommen. War einfach ein schöner Moment, den man teilen kann. Und mit den Leuten hier umzugehen, mit denen man halt normalerweise vielleicht nicht so viel Kontakt hat, kann man auf jeden Fall was lernen. Was ich ziemlich cool finde, ist einfach, dass es wirklich eine Truppe ist, wo jeder mitmachen kann. Das heißt, wir haben Leute, die sind sehr, sehr jung, wir haben Leute, die sind etwas älter, mit Handicap, ohne Handicap, Frau, Mann, was auch immer, das ist alles mit dabei. Wir sind hier zum Spaß, zum soziale Kontakte knüpfen. Ich kann eigentlich nur jeder Kommune in jeder Stadt, wo ein Fußballverein ist, der engagiert zu Werke geht, sich sowas einfach mal zu trauen. Und ich bin als zweiter Vorsitzender hier einfach nur froh, dass wir das uns getraut haben, dass wir es gemacht haben, dass es läuft, dass es wirklich von den Kindern so begeistert angenommen wird. Und das ist total schön. Das ist eine echte Familienergänzung für alle hier.